kommen wir weiter. Was wir hier zeigen, ist einerseits das Thema from Sensor to the Cloud und andererseits auch wieder von der Cloud wieder zum Sensor zurück. Unsere Produktneuheiten dafür sieht man hier einmal auf der rechten Seite. Das ist unsere ProTop, die kommunikationsfähige Stromversorgung, die Zustandsdaten wie Strom, Spannung, Temperatur oder auch Grenzwertüberschreitungen direkt an ein Bussystem sendet, sodass wir die Daten dort auslesen. Diese Daten können dann zum Beispiel mit unserem neuen IoT-Controller verarbeitet werden und dann zu einer Cloud übertragen werden. Das ist ganz herstellerunabhängig, ob das die Microsoft Azure ist oder zum Beispiel Amazon Web Service, alles kein Problem, oder natürlich Ihre eigene Cloud. Wenn wir jetzt die Daten in der Cloud haben, könnte man mit der Whitemail Analytics-Lösung diese Daten auswerten und Datenanomalien feststellen. Wenn das der Fall ist, könnte man mit der Whitemail U-Link Remote Access Service für Fernzugriff wieder von der Fehlerursache der Daten darauf schließen, wo der Fehler liegt, sich remote auf die Anlage einwählen und dort den Fehler direkt beheben, ohne dass der Techniker rausgeschickt werden muss. Das bedeutet, dass wir dort sehr viel Kosten sparen. Wenn Sie weitere Fragen haben, zum Beispiel zu den einzelnen Details der Lösung, stehe ich Ihnen natürlich gerne bereit.